habt Interesse an diesem oder an anderen günstigen Spielen, schaut mit dem Link in der Videobeschreibung bei GamesPlanet vorbei. Perfectly. Jetzt muss ich natürlich nur noch ein paar Haltestellen bauen. So. Da sollten noch schon mal direkt Tausende mehr mitfahren wollen. Ich habe keine Ahnung. Es kann auch sein, dass die Runde jetzt hierbei schon wieder vorbei ist. Okay, es ist nur grün. Okay. Oh, fuck, jetzt habe ich gar nicht zurückgebaut. Ah, Genius, Felix. Genius. Genie. So. Das dann noch. Haltestellen hinzufügen. Okay. Boah, dieses dauernde Geklicke jetzt hier, Alter. Statt das einfach mal dran zu halten. Ach Mann. Okay, dann ist es jetzt halt so. Kommt schnell hier, zackig. Ich will heute noch einen Erfolg sehen. Sonst ist das Spiel doch langweilig. Aber damit müsste ich jetzt schon verdammt viel abgedeckt haben. Go. Gott, das ist viel zu groß für zwei Fahrzeuge. Aber okay. Jetzt bleibt mir den anderes übrig, als das ganze Geld wieder reinzustecken. Siehst du, da geht's auch schon los. Da wollen die erst mitfahren. Und da sollte jetzt auch relativ viel Geld reinspielen. Könnte ja noch, ich weiß, wo ich was sparen kann, Tatsache. Hier. Bam. Ganz viel eingespart. Yes, yay. So. Zum Stadion müssten doch eigentlich voll viele wollen. Upsala. Voll den Schluck auf jetzt auch noch. Ja, 5,70 Euro. Oh, jetzt geht's los. Jetzt geht's los hier. Alter. Okay. Ich habe einen Jackpot gerissen. Geht doch. Alter. Okay, gut. Jetzt wollen auch wirklich Leute damit fahren. Okay, man muss immer ein bisschen größer bauen. Und, ah, ich kann mir kein neues Schienenfahrzeug leisten, Alter. Das fehlt mir so ein bisschen, dass man sagen kann, hey, die Linie fährt nur auf der Straße, ich setze jetzt mal einen Bus als Schienenersatzverkehr ein. Das wäre cool, wenn es das geben würde, aber nein. Nein! Das wäre zu hoch. Okay. Jetzt wollen aber wirklich Leute damit fahren. Ich überlege gerade, einen neuen Kredit aufnehmen, um mehr Fahrzeuge. Dadurch ja, auf jeden Fall. Muss ich ja. Sonst kann ich das ja gar nicht mehr stemmen hier. Ja, ja. Ich werde nun einen neuen Vertrag nehmen. Also einen neuen Kredit. Bleibt mir ja sonst echt nichts anderes übrig. Oder? Cheaten-Taste? Nee, möchte ich eigentlich nicht. Möchte ich eigentlich echt nicht. Dafür kann man sich ja Kredite nehmen. Und zwar nehme ich mir jetzt direkt auch einen saftigen. Passen so. Über 5 Jahre. Ne, dann nehmen wir den über 2 Jahre. 12.000. Und dafür kaufe ich jetzt richtig Fahrzeuge ein. Oh. Miserabel. Okay. So, warte. Fahrzeuge, Linien, Fahrzeuge hinzufügen. Komm, hier, zack ich. Okay.
ist er nämlich auch schon. Der sollte nämlich jetzt hier alles derbst entlasten. Und auch die Zufriedenheit der Kunden herstellen, hoffentlich. Okay. Jetzt müssten die sich ja hier eigentlich irgendwo wieder kreuzen. Theoretisch. Ja, da ist er auch. Wenn der hier nämlich am Ende ist, dann setze ich noch ein Fahrzeug ein. Und dann haben wir 4 Fahrzeuge. Neue Bushaltestelle verfügbar. Ui, toll. Okay. So. Sehr gut. Jetzt muss diese Linie nur noch anfangen, Profit zu machen. Das ist das Einzige, was zählt. Okay, kann ich den hier... Übriges Darlehen 12.000, übriges Darlehen 14.000. Okay, ich kann nichts zurückzahlen, schade. Was sagt denn der Cashflow? Oh. Ja gut, die Käufe, es geht ja wieder weg. Na gut, mal gucken, ob das gut gehen kann. Wenn, dann benutzen wir die kleine Cheaten-Taste, weil ich will jetzt nicht nochmal anfangen. Müsste aber, ich siehst du, guck mal, da geht's auch schon runter. Die Käufe sind weg. Bye bye Auto. Ja, irgendwann werden wir da eine Linie bauen. Irgendwann mal. Okay, es müssen mehr Leute hier mitfahren. Deutlich mehr. Werbekampagne. Ausprobieren. Speichern. 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 Gespeichert. Alle sind unhappy. Das heißt, da, wo am meisten Effekt da ist, da ist, glaube ich, am meisten... ja. Nicht genügend Geld. Okay. Bleibt mir nichts anderes übrig. 6.000, 5.000. So. Werbekampagne. Herr der Handyspiele. Hallihallo, mein Name ist Andy. Ich bin der Geschäftsführer der führenden Handyspielfirma der Gegend. Mhm. Wir haben gerade ein neues Büro eröffnet und es wäre toll, wenn Sie eine Strecke vom Bahnhof dorthin bauen könnten. Wir würden eine Straßenbahnlinie bevorzugen. Aber andere Fahrzeuge wären auch okay. Ich hoffe, Sie können uns helfen. Ist da ein Bahnhof? Ah, da ist einer von denen. Okay. Nach da. So. Minus 6.000, dafür ganz kräftig die Beliebtheit geboostet. Was wollt ihr jetzt? Shopping. Hallo, können Sie vielleicht eine Linie zwischen meinem Haus und meiner Lieblingseinkaufsmeile bauen? Alter, mit so einer Linie würden bestimmt auch viele andere Leute fahren. Ich bin nämlich all mein... Ich habe nämlich all meinen Nachbarn gesagt, dass sie dort ganz... Dass sie dort ausgesehen... Ja, ist egal. Von da nach da. Okay. Voll blöd. Alter, minus 6.000. Yay, ein Zuschuss von 3.000. Wow. Warum so wenig? Warum musste ich jetzt so viel ausgeben? Kann ja nicht gut gehen. Warum mache ich denn damit kein Geld? Echt? ...806 Passagiere. Geld. Warum? Irgendwie nervt das voll, ich weiß nicht. Aha, 916 machen wir jetzt schon im Monat. Das heißt, es könnte einfach ein bisschen dauern, bis es hier hochfährt. Das heißt dann wieder ganz, ganz lästiges Warten. Das ist mal ganz schlecht für Let's Plays.
Okay. Keine Ahnung. Warum dauert das so ewig? Die ganzen Darlehen. Pass auf, wir machen das jetzt folgendermaßen. Whoops! Wo kommt denn das ganze Geld her? So. Was das hier zählt am meisten? Okay, ich habe jetzt mal einen Dayline. Warte, stopp. Ich habe jetzt, wie gesagt, Leute, ich habe keinen Bock jetzt hier zu warten. Ich werde es auch noch einmal machen. Und damit sind wir nämlich die Darlehen los. Ich hätte auch einfach warten können, ich weiß, aber dann hätten wir hier wirklich Ewigkeiten gewartet. Darauf hatte ich jetzt keinen Bock. So, und wie man sieht, zack, machen wir einen Gewinn. So wie es eigentlich sein soll. Ich hätte mir ja auch am Anfang vom Spielstart direkt deutlich mehr Geld geben können, deswegen bitte beschwert euch nicht, es ist jetzt einfach so, Punkt. Okay. Bilanz geht nach oben. Yay, wir machen Geld. Das heißt ja auch, man kann mal mit den Fahrscheinpreisen etwas runtergehen. Dann wird man nämlich auch direkt beliebter. Okay, auf jeden Fall läuft die Linie sehr, sehr gut. Ich würde sagen, wir bauen die einfach später noch weiter aus. Irgendwie nach hier noch. Und dann fahren richtig viele Leute damit. Was ist das denn hier? Bürogebäude. Okay. Ist auf jeden Fall riesengroß, die City. Ich glaube, wir brauchen einfach eine U-Bahn. Haben wir den U-Bahn schon da? Auch die gemoddeten. Das hier ist eine für Tokio, weil die halt so leuchtet. Da passen auch schön viele rein, muss man ja schon sagen. Ah, guck mal hier, das ist die Nachtvariante, das ist die Tagvariante. Aha, sehr cool gemacht. Ups. Das ist natürlich die Hochbahn, die kommt später. Ist das hier nicht auch so eine japanische? Passt auf jeden Fall nicht so viel rein, ne? Wirklich nicht viel. 114. Okay, da kann man aber später mal reingucken. So, wie macht sich denn unsere Linie hier unten? Oh, eigentlich ganz gut. Ich gehe wieder mit den Ticketpreisen nach oben, sonst dauert das so ewig. Ritterin. Spaziergang. Hallo, ich liege... Nee, liege ich recht mit der Annahme, dass Sie beim öffentlichen Nahverkehr das Sagen haben? Ich muss Sie nämlich um einen Gefallen bitten. Ich lebe in der Stadt und ich gehe gerne am Abend im Sparkpark... Ob Sie wohl eine Linie dorthin in Betrieb nehmen könnten? Nee, kann ich nicht. Finden die Fahrpreise überteuert? Ich muss irgendwie verdienen, Schatzi. Schätzelein. Okay, irgendwie... Naja. Blumenbeet. Genau dieses Blumenbeet. Okay, so, gucken wir doch mal. Ich benutze ausschließlich die Öfis. Ah. Ich bin von der Ökotyp und heiße Diekma. Man soll ja nicht über Lehrer lästern. Ja. Okay, wir lassen die Linie mal weiterlaufen, schließen die dann gegebenenfalls noch vielleicht an die nächste Linie an. Wir gucken mal. Ich würde nämlich erstmal wieder sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Episode von Let's Play Cities in Motion. Und ich hoffe, dass das für euch kein Problem ist, dass es da diese Verschiebung gab. Aber ja, man sieht sich. Ich gucke hier noch rein. Hervorragend. Yay. Bis dann. Tschüss.